Und den Weltrekord von 10 cm schlagen. Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie Simon the Sorcerer 2 und ich hoffe, der Preisrichter hört jetzt endlich mal auf, mich hier ins Wort zu brüllen. Ja, scheinbar nicht. Wir sind hier immer noch an dem Limbo-Wettbewerb, wie ihr seht und hört. Benutze... Das funktioniert so nicht. Okay. Was grinst ihr denn jetzt so? Können wir hiermit vielleicht irgendwas... Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Die hier vielleicht? Keine Ahnung warum, aber... Okay. Ach. Alles eine Frage der Beinarbeit. Heiß entgegenzunehmen, schätze ich. Welche verborgenen Talente ich wohl noch bei mir entdecke? Ach, wie doof ist das denn, Mensch? Eins, zwei, drei. Ja, danke schön. Die liegen sehr schwer auf dem Kopf in diesem komischen Hut. Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Ich habe schon, aber ich wollte gerne irgendwas wissen von dir. Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Kann ich's nochmal? Na schön. Na gut, dann los! Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal mache? Ich glaube nicht, dass die auf denselben Trick zweimal reinfallen. Okay, dann eben nicht. Ja, jetzt haben wir wenigstens die drei Kieselsteinchen und können hier mit dem Dealer eine Runde rumdealen. Komm, quatsch den mal an. Ich hab die Kiesel, Mann. Cool. Auch geil, dass er mir erst die Ware gibt und dann das Geld, also die Kiesel haben will. Ja komm, gib mir meine Maus zurück, ich möchte weg von diesem Dealer, der benutze Koffeintabletten mit Kaffee. Oh, jetzt habe ich scheinbar irgendwie eine Animation übersprungen oder die ist hier im Dunkeln abgelaufen, weil jetzt scheinbar ist es... Kaffee mit extra viel Koffein. Ah. Nun gut, dann ab zum Höhleneingang. Mensch, hätte ich das gewusst, ne? Dass wir vielleicht doch gar nicht mal so weit weg sind von der Lösung dieses Spiels, dann hätte ich das ja damals auch einfach fertig machen können. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, weil ich kann mich an nichts mehr erinnern, muss ich sagen. So, komm, rein damit. Mit der Brühe. Eine leere Tasse Kaffee. Okay. Dann benutz mal bitte hier die Flasche mit der Flasche. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel. Ja, dann reib halt deine Flasche. Wie geht es dir jetzt? Viel besser. Aber könntest du etwas leiser reden? Bereit für meine Wünsche? Ja. So doch, ein Sack. Ja, doch. So, Ich wünsche mir, dass ich zurück in Kalypsos Laden bin. Jetzt hab ich das Mikro gehauen. Mal gucken, ob er es jetzt hinkriegt. Oder ob ich wieder bei dem Außerirdischen lande. Al-Kasum. Ja, das hat doch schon mal geklappt. Dann gucken wir mal, was in Kalypsos Laden so los ist. Kalypso! Irgendetwas Besonderes, während ich weg war? Was um Himmels Willen brabbelst du da? Es reicht, Alter. Langsam geht der Witz flöten. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Na, hat's geschmeckt? Gott sei Dank, du bist zurück. Sie haben Alex, sie haben meine Enkeltochter entführt. Wer denn? Ja und? Wie weit bist du mit dem Schrank? Ich habe hier das Bett voll. Du musst gehen und sie retten. Sie erleidet bestimmt momentan fürchterliche Qualen. Na
ist ihr persönliches Pech, würde ich sagen. Außerdem kann sie auf sich selbst aufpassen. Was für ein also Sack. Lass jetzt den Schrank warm laufen, damit ich von hier verschwinden kann. Aber was ist mit Alex? Sordid hat sie in seiner Gewalt. Er wird sie für seine schrecklichen Experimente missbrauchen. Sordid? Er war es auch, der dir den Schrank geschickt hat, um dich zu entführen. Der klassische böse Obermotz steht einfach so von den Toten auf, nur um einer Fortsetzung willen. Was willst du nun tun? Ich glaube, das Ganze geht mich eigentlich nichts an. Aber... Also werde ich nun in den Schrank steigen und einfach verduften. Aber... Viel Glück noch bei deinem Kampf gegen Sordi. Sordi? Aber was ist mit... Man sieht sich vielleicht mal wieder. Im dritten Teil, oder was? Ich vermute Sabotage. Ich habe mir gedacht, dass du dies tun würdest. Daher habe ich vorsichtshalber den Jux-Kompensator ausgebaut. Den Jux-Kompensator? Aha. Jetzt habe ich ja mein Bett voll verballert hier. Ich zurück, sobald meine Enkeltochter wieder bei mir ist. Warum habe ich denn jetzt einen normalen Mauszeiger? Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Gut, gut. Nun, du fragst dich sicher, wie du zu ihr gelangen wirst. Ja. Eigentlich nicht. Ich möchte dir Lionel vorstellen. Das ist aber ein großes Kätzchen. Mau. Beherrscht es irgendwelche Kunststückchen? Er war Alex Schmusetier. Du kannst auf ihm zu Sordids Festung reiten. Ein Omnibus wäre mir lieber, aber warum nicht? Viel Glück, Simon. Ach, da wäre noch etwas. Ja? Könntest du mich bitte losbinden? Du bist ein Zauberer, oder? Ja, aber... Dann entfessle dich selbst. Aber das geht nicht ohne mein Zauberbuch. Aber auch merkwürdig. Okay, Löwe, lass uns erstmal klarstellen, wer hier der Boss ist. Nun, das wäre wohl geklärt. Los das, geht's. So begab es sich, dass Simon Moment. Zu einer langen und gefahrvollen Reise aufbrach. Durch unzählige Abenteuer führte ihn sein Weg und er durchreiste viele Länder. Von denen es in manchen Schweine kalt war. Von den gefrorenen Steppen bis zu den endlosen Wüsten trug ihn sein getreuer Löwe. Warum sind die da oben nicht einfach links abgebogen? Nur rastend, um den Sand aus der Nase zu kratzen. Also der hätte hier oben einfach links gewusst. Durch die faulige Sümpfe gelangte er zum Meer der Verzweiflung. Ganz nett für einen Kurzurlaub, aber kein Ort, um dort zu leben. Kommen wir jetzt auch irgendwann mal an. Schließlich gelangte er in die Gegend, die nur als Hölle auf Erden bekannt ist. Och nett. Wir hätten an der letzten Kreuzung links abbiegen müssen. Oder vielleicht rechts? Oder... Das kann nicht stimmen. Ich glaube, ich habe die Karte mit Alex Strickmuster verwechselt. Warum nennen sie die Alex? Wenn er Simon heißt, dann müsste sie ja Alex heißen. Schließlich gelang es ihnen, diesem grauenvollen Ort zu entrinnen. Und Simon und sein neuer Freund gelangten ins Tal der Verdammnis. Das klingt doch nett. Freund? Du meinst doch nicht etwa diesen verlausten Bettvorleger hier? Zuhören, ihr Haufen. Haufen. Gottes Zauberer hat uns geschickt, das heute früh. Jemand wissen, wer das hier sein? Sein deine Mutter. Mundhalten, Leutnant Stott. Dieses Magie gekommen, um großes Zauberer zu töten. Es viel zu klein ist. Großes Zaubererfleisch, was den aus ihm machen. Sie sollen nicht schwätzen, dummes Zeug. Sie später in mein Büro kommen. Ja, Captain. Wenn jemand
Ansehen dieses Mensch sofort melden. Großes Zauberer hat spezielle Pläne für es. Tada! Du dich befinden in tiefer Sch... Kann ich wenigstens meinen Anwalt anrufen? Ach, da ist wieder... jetzt habe ich hier so einen Doofen. Was ist denn jetzt? Der Mauszeiger oder der andere Mauszeiger? Oh, Simon, du bist endlich wach. Hat sich irgendjemand die Nummer von dem Laster gemerkt? Wo zum Geier bin ich hier? Du bist in einem Verlies, unterhalb eines großen Schlosses. Ein kleiner Mann in einem blauen Gewand hat dich hier hereingebracht. Das klingt aber nicht nach dem guten alten Zordi. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Scheint, als säßen wir hier fest. Wie wär's mit einer Runde, ich sehe was, was du nicht siehst? Willst du mich nicht zuerst losbinden? Oh Gott, ja. Aber nur, wenn du dafür... in etwas Luftigeres schlüpfst. Bitte, Simon, bind mich los! Na gut, alles klar. Warum krieg ich immer nur die Langweiligen ab? Merkwürdiger Mauszeiger. So, dann gucken wir uns hier mal um. Was gibt's denn hier zu sehen? Ach, der heißt Alex. Was ist das für ein Name? Warum habe ich jetzt diesen Mauszeiger? Eine extrem schwere Eisentür. Ja, dann mach die doch mal auf. Ach nee, das ist ja hier. Öffne Eisentür. Na, das ist aber eine Überraschung. Sie ist verschlossen. Wenn ich eine Haarnadel hätte, wäre sie im Handumdrehen offen. Als könntest du das. Oh, wie praktisch. Wieso musste er diese jetzt extra erst in den Hut stecken und dann... in 0, nichts habe ich diese Tür geöffnet. Darüber zu gehen, um sie wieder aus dem Hut zu nehmen. Das ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man weiß, wie es geht. Gibt es ein Problem? Problem? Warum sollte es ein Problem geben? Gut Ding will eben ein wenig Weile haben. Warum machst du dich nicht so lange nützlich und gehst in die Küche? Endlich. Können wir fliehen? Wir? Du bleibst erstmal hier. Du hältst mich sonst nur auf. Aber ich dachte, du magst mich. Denken ist eben nicht jedermanns Sache. Tada! Wer ist denn da? Ach so. Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackele einfach mit den Ästen. Okay. Was zum Henker war das denn? Geht doch. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem so etwas passiert. Nun, wenigstens bin ich jetzt frei. Ich frage mich, was mit dem anderen Simon geschehen ist. Goblinlager, einsame Hütte, dunkler Wald. Mal probieren wir es mal im dunklen Wald. Hallo, dunkler Wald, bitte einmal. Ich frage mich ernsthaft, wie der jetzt nun wieder hierher kommt. Ja, das frage ich mich auch. Hast du irgendetwas zu sagen? Nee, scheinbar nicht. Hungrig, hä? Deswegen isst er Steine. Kann ich dein Vergrößerungsglas haben? Nein. Blödfrosch. Aber du hast doch hier ein eigenes. Er scheint hungrig zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwas zu essen finden, aber dazu gehen wir jetzt hier erstmal einfach weiter und sehen uns mal hier im düsteren, dunklen Antiquitätenwald um. Kann ich dir helfen, mein Freund? Hä? Wer hat das gesagt? Wir sind hier unten auf der Theke. Oh,
Oh nein, schon wieder diese dummen Holzwürmer. Suchst du etwa Ärger? Halt dich zurück, Rocky. Habt ihr gehört, wie er uns genannt hat? Dummer Holzwürmer, hat er gesagt. Als ob er etwas Besseres wäre. Ich bin sicher, er hat es nicht so gemeint. Er wird gleich selbst dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich mit ihm fertig bin. Er wird eine Woche lang seine Zähne zusammensuchen müssen. Ja. Holzwürmer mit eigener Meinung. Was kommt als nächstes? Auf Leute wie dich hat die Volksfront der Holzwürmer gerade noch gewartet. Alle Macht den Holzwürmern! Wir sind schon viel zu lange unter dem Gewicht der Unterdrückung durch die humanoide Rasse zerquetscht worden. Und unter dem Gewicht ihrer Schuhe. Wir wollen eine Veränderung. Und wir wollen sie jetzt. Okay. Wie wollt ihr diese Veränderung denn erreichen? Wir haben eine Petition verfasst. Sollte sie abgelehnt werden, müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Und was? Dann werden wir zur Demonstration aufrufen, vielleicht sogar zu einem nationalen Streik. Wen würde das überzeugen? Willst du damit sagen, dass wir keine ökonomische Rolle spielen? Das tut er. Er behauptet, wir wären nutzlos. Richtig! Rocky, denk an deinen Blutdruck. Komm schon, Rocky, zeig ihm, was eine Hake ist. Jawohl, wirf ihm eine rein, die er sein Leben lang nicht vergisst. Gewalt ist niemals eine Lösung. Genau. Ihr habt recht, Rocky. Gib zuerst unserer Petition eine Chance, bevor wir härtere Maßnahmen ergreifen. Du hast recht, du hast recht. Du hast Glück gehabt, Kumpel. Genau. Genug geschwätzt. Was geht hier eigentlich vor? Nun, also wir, das hier ist eine Versammlung unserer extremistischen Untergrundbewegung. Und extremistische Untergrundbewegung? Wir diskutieren gerade unseren Platz in der Gesellschaft. Was macht ihr da? Nebenbei schnitzen wir außerdem Holzsouvenirs für Touristen. Möchtest du eins? Ja, na schön, was soll es denn kosten? Es ist umsonst. Du musst nur das Holz stellen. Das Zeug, das hier rumliegt, ist fürchterlich. Ja, dann sehen wir mal, was ich tun kann. Ach, da ist noch so einer. Das heißt, jetzt brauchen wir was zu essen und wir brauchen Holz. Kommen wir hier noch irgendwo raus oder irgendwo lang? Oh, wie immer mal so ein Höhleneingang. Ach. Ja, ein Hund. Ich war das sagte ich doch. Es ist ein Hund. Oha. Wer ist da? Wer ist da? Ich war Fummel. Ein Fummelberg in ein Fummel. Hier ist ein Junge, der wie ein Zauberer gekleidet ist. Ein Junge? Wo? Hinter dir, Mensch. Was? Was hast du gesagt? Das geht bestimmt noch ewig so ja, weiter. Ja, ich befürchte ich auch. Ich denke, wir sollten ihn aufessen. Genau. Hallo. Was willst du, Junge? Schaust in die falsche Richtung. Wirklich? Ja, wirklich. Besser so? Nun, nein. Ist okay. Was willst du hier, Junge? Ihr habt nicht zufällig etwas Zaubertrank für mich. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Geheimnisvolle Höhle ziehen mich magisch an. Ich glaube, ihr habt etwas, das ich unbedingt brauche. Ich glaube, ihr habt etwas, das ich Kommt unbedingt immer gut. brauche. Warum? Ach, kommt schon. Das hier ist doch ein klassisches Adventure-Puzzle, oder? Ich meine, drei Hexen, geheimnisvolle Höhle und der ganze Kram. Gebt mir einen magischen Trank und schon bin ich wieder weg. Wir sind gerade dabei, einen anzusetzen. Es ist ein Umfangsmonster. Wie bitte? Ich habe hier irgendwo einen besonders großen... Hä?
Wovon zum Geier faselst du? Wovon sprichst du? Ist das wieder eine dieser altmodischen griechischen Legenden? Wir sind die drei Gewitterhexen. Wir sind berühmt, da eine von uns schlecht sieht, eine taub ist und eine keine Zähne hat. Und das bringt mir jetzt was? Was zum Geier macht ihr hier? Gewitterhexen? Was zum Geier macht ihr hier? Ja. Nun ja, die Hexerei ist heutzutage ein schweres Geschäft. Man muss sich schon irgendwas Besonderes einfallen lassen, wie dem auch sei. Warum hast du das Versteck der drei Gewitterhexen aufgesucht? Und falls dein Name Perseus ist, dann verschwinde wieder! Hier sind schon seit Jahren keine Gorgonen mehr aufgetaucht! Oh Mann, die sind ein bisschen anstrengend, die drei. Ich bin gekommen, weil ich glaube, dass ihr etwas für mich habt. Habt ihr irgendetwas, das mir bei meinem Kampf gegen Sordet helfen könnte? Ich möchte gerade eine Besichtigungstour der örtlichen Sehenswürdigkeit. Ach, ich mache gerade. Ich weiß auch nicht, was ich hier will. Und tschüss. Nein. Habt ihr irgendetwas, das mir bei meinem Kampf gegen Sordet helfen könnte? Sordet? Wer ist Sordet? Na, der Typ, der in dem Turm am Vulkan haust. Euer Nachbar sozusagen. Hm. Welcher Vulkan? Bist du blind? Ja. Vergiss die Frage. Du solltest dich jetzt besser verdrücken, Kleiner. Die drei Gewitterhexen sind momentan sehr beschäftigt. Busy, busy, wie immer. Mhm. Ja, aber wie es denn hier mit diesen Gewitterhexen weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Nö, finde ich nicht. Also dann gehen wir einfach erstmal hier raus. So, Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle hier in der nächsten Folge wiedersehen bei Simon Sorcerer 2. Bis dahin, tschüssi.